Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die Feen-Arena-Challenge mit Papella gemacht. Die hat sich jetzt Betsy geschnappt und die brennen jetzt wohl irgendwie durch. Und heute sind wir auf Route 7 unterwegs. Irgendwie laggt das hier gerade, egal. Auf dem Weg nach Sir Chester. Und auf dem Weg dahin ist hier erstmal noch so ein komisches Model, die auch locker als Senna von League of Legends durchgehen könnte. Und die hat einfach ein Bandelbi. Geht's hier gleich mit den Feen-Pokémon weiter, ja? Gegen Feen-Pokémon ist doch bestimmt so ein Flammenwurf richtig toll. Ah, verbrenne! Ja, das sieht sehr gut aus. Ist auch sehr effektiv. Nein, Rannik will eine neue Attacke erlernen. Finsteraura. Ich habe bei Rannik immer Angst, wenn er neue Attacken erlernt, weil der Rannik immer sagt, nee, die Attacke ist scheiße, mach doch das und das. Na gut, was ist denn Finsteraura? Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück. Klingt ganz cool. Klingt sogar besser als Nachtnebel, meiner Meinung nach. Deswegen Nachtnebel weg ist bestimmt auch wieder falsch. Aber das wird mir der Rannik dann bestimmt sagen. So, als nächstes kommt ein Ponweisel. Und wir haben ja jetzt eingestellt, dass wir die Pokémon nicht auswechseln dürfen, wenn wir ein Pokémon vernichtet haben. Heißt, es wird hier auch alles ein bisschen schwieriger. Aber da dieses komische Ponweisel, glaube ich, auch einfach nur Käfer ist, sollte das auch sehr effektiv sein, ja. Also alles easy. Okay, kurze Unterbrechung gewesen, denn ich kann irgendwie keinen Rechtsklick mehr auf meinem PC machen, beziehungsweise konnte es nicht, aber ich habe jetzt eben, weil ich ein krasser Detektiv bin, herausgefunden, woran das liegt, und es lag an Apple iCloud, Leute. Also wenn ihr das Problem habt, dass ihr auf euren Desktop nicht mehr Rechtsklick machen könnt, ohne dass euer Explorer einfriert, hallo Team Gel, dann löscht einfach mal iCloud, dann funktioniert das wieder alles. Hallo, du komischer Flieger. Nick hat Kranowitz. Dann sind wir natürlich schlau und wechseln zu unserem Elektro-Pokémon, nämlich Nickel ein. Und die sollte auf jeden Fall ein gutes Spiel haben gegen so einen Kranowitz. Nickel! Ja, ja, gib du ruhig an, dass du ein Vogel bist und fliegen kannst. Aber das macht einen Punkrocker nur noch stärker. Das war dumm von dir, Kranowitz, denn jetzt wirst du meinen Ladungsstoß spüren. Selbst schuld. Macht er mich auch noch stärker, der Vollidiot. Angeberei ist sehr komisch. So, was haben wir da? Ein Geronimatz! Ich kann mir vorstellen, dass der auch irgendwie Boden ist und deswegen Elektro wahrscheinlich nicht sehr effektiv ist, aber wir probieren es trotzdem mal aus, weil eigentlich gegen Vögel ist Elektro immer sehr gut, aber wenn er natürlich noch eine zweite, okay, ist trotzdem sehr effektiv, wenn er natürlich noch einen zweiten Typ hat, dann wieder nicht, habe ich jetzt auch von der Nickel gelernt. Oh, ein Pekko gibt's hier! Ja, auf jeden Fall will ich ein Pekko haben! Hallo, kleines Pekko! Ach, Moorpekko heißt er sogar eigentlich. Das ist doch das Pokémon von der Mary! Bitte sterbe mir nicht weg durch einen Flammenwurf! Ja, deinen Funkensprung darfst du gerne einsetzen. Okay, das sieht doch ziemlich viel ab. Aber auch nur, weil es ein Volltreffer war. Ein schön angerüstetes Morpeko ist doch gleich viel angenehmer zu fangen. Huch, da ist er böse geworden. Auch wenn ich dadurch jetzt keine 55 Superbälle mehr habe. Schade, schade. Probier es mal mit dem Superball aus. Und ein weiteres Pokémon, nämlich Morpeko, ist unser. Und Morpeko ist ein alter Ego-Pokémon von Typ Elektro-Unlicht tatsächlich. Ein Pappsattmuster. Nee, ist... Ach so, ein Pappsattmuster? Ich weiß immer noch nicht, was dieses Zwischending da immer heißt, über der Beschreibung. Auf jeden Fall ist ein Morpeko immer zu hungriges Pokémon, das Samen frisst, die es in seinen beutelartigen Taschen verwahrt und produziert so Elektrizität. Dass sie immer alle Elektrizität irgendwie produzieren müssen, diese Elektromonster. Ganz komisch, Leute, ganz komisch. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich und gib mir deine Beeren. Und dieses ja doch, ich möchte schon so einen Mauzi haben. Sorry, einen Mauzinger meine ich natürlich. Ich finde das so cool, dass in seiner Animation am Anfang, dass er da seine Krallen so zusammentut. Das sieht irgendwie mega witzig aus. Warum geben die mal alle an? Das ist doch voll dumm. I don't know. Vor allem, wieso können die das hier alle irgendwie, die ganzen Pokémon? Ich habe leider keine Attacke, die von diesem erhöhten Angriff profitieren würde. Na gut, Pokéball, Flieg und Sieg! So, ein Mauzinger ist tatsächlich ein Wikinger-Pokémon von Typ Stahl. Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Deswegen ist auch Feuer sehr effektiv gegen den. Und die Haare, die auf seinem Kopf haben, sich zu etwas verhärtet, das an einen eisernen Helm erinnert. Es ist von Natur aus kriegerisch veranlagt. Auf jeden Fall ein sehr witziges Design. So, können wir jetzt... Okay, erstmal kommt Route 8 anscheinend, bevor wir zur neuen Arena kommen. Das sieht mir hier aus wie ein Kriegsgebiet. Ich habe ein bisschen Angst. Die Berge sind sehr hässlich, muss ich sagen. Das sieht ja doch locker aus wie so ein Nathan Drake. Nathan Drake? Nathan Drake? Auf jeden Fall so eine Uncharted-Welt hier gerade. Und gleich kommen die ganzen Gegner an und wollen dich vernichten. Geronimatz! Geronimatz ist ein Adlerküken-Pokémon von Typ Normalflug und wenn es einen starken Gegner erblickt, kommt es nicht umhin, ihn anzugreifen. Verliert es den Kampf, so fängt es an zu weinen. Och,
Der Wille zählt, kleines Geronimatz, der Wille zählt. Ich bin übrigens gerade seit 30 Stunden wach, falls es irgendwen interessiert. Das sieht aus wie ein Feuer-Pokémon. Weil mein Schlafrhythmus total im Arsch ist. Und, ne, vielleicht ist das auch eher Gestein. Egal, so oder so, ich habe Exandros nach vorne gepackt. Jetzt fragt ihr euch, warum bist du 30 Stunden wach? Bist du irgendwie behindert? Und ich habe diese Nacht durchgemacht, deswegen klinge ich vielleicht auch ein bisschen müde, vielleicht aber auch nicht. Und das liegt daran, dass ich gestern erst um 18 Uhr aufgestanden bin und auch nur, weil ich um 20 Uhr Volleyballtraining hatte und davor halt noch was machen musste. Und ich dachte mir so, nee, so kann das nicht weitergehen, dass ich erst so spät aufstehe. Deswegen habe ich jetzt die Nacht heute durchgemacht und bleib heute so lange wach, so bis 2 Uhr oder sowas, damit mein Schlafrhythmus wieder in Ordnung ist. Bestimmt ein guter Trick, eine Nacht durchzumachen, damit der wieder in Ordnung ist. So, Silimantur ist ein Erz-Pokémon von Typ Gestein und wenn die orangenen Kristalle anfangen zu leuchten, ist Vorsicht vor spontanen Energieentladungen geboten. Dann hätte er ja auch nochmal hier Elektro sein können, oder nicht? Hey, in den Augenblick bitte, es ist halt nur ein Gesundheitscheck deiner Pokémon. Mit mir kannst du auch gerne Erz-Spiele spielen. Ein Roselia, da ist natürlich unser Exandros richtig blöd. Genona hat zwar nur noch die Hälfte der Leben, aber damit geht's auf jeden Fall viel schneller. Ja, der kitzelt ja nur. Was aber dich kitzelt, ist mein Flammenwurf. Ein Primano. Oder was habt ihr noch so für Tipps, Leute? Wenn euer Schlafrhythmus am Arsch ist, weil ihr Urlaub hattet oder sonst was und dann einfach die Nacht durchgezockt habt oder was auch immer ihr gemacht habt, durchgefeiert habt, was macht ihr dann, um euren Schlafrhythmus wieder in Ordnung zu bringen? Seid ihr dann auch einfach die Nacht wach oder habt ihr irgendwelche anderen tollen Ideen oder könnt ihr tatsächlich, obwohl ihr dann auch so lange geschlafen habt, dass ihr dann einfach, keine Ahnung, 6 Stunden früher zu Bett gehen? Also ich kann's nicht. Dann würde ich mich die ganze Zeit im Bett wälzen. Und wenn ich dann tatsächlich einschlafe, dann wird das nur wie so ein Mittagsschläfchen gelten. Dass ich dann quasi nach 1 bis 3 Stunden wieder aufwache und halt mega wach bin und dann wieder nicht einschlafen kann. Und dann ist auch wieder alles doof. Also bei mir wird das nicht funktionieren. Was? Nickel will Overdrive erlernen? Noch eine Elektroattacke? Sogar eine starke. Der Anwender haut in die Saiten seiner Gitarren. Okay, oder seines Basses und erzeugt dröhnende, kraftvolle Vibrationen, die gegnerische Pokémon schaden. Allein wegen dieser Beschreibung muss ich das einfach mitnehmen. So, und der Rannik hat mich letztes Mal angemeckert, dass ich doch bitte mehrere verschiedene Attacken für ein Pokémon habe, also von verschiedenen Typen. Und dass ich jetzt zum Beispiel nicht eine Giftattacke wegnehmen sollte für eine Elektroattacke, sondern lieber die schwächere Elektroattacke wegnehmen soll. Und das machen wir jetzt auch, wir nehmen Funkensprung weg und packen dafür den Overdrive rein. Und das würde ich jetzt aber schon gerne sehen. Das hier ist wahrscheinlich auch wieder Stahl. Aber ich möchte sehen, was Nickel jetzt Tolles kann. Hier war noch ein Leuchtstein, okay. Nickel, zeig doch mal. Wie sieht dein Overdrive aus? Die Beschreibung klang so cool. Ich erwarte jetzt Großes. Ich erwarte jetzt irgendein Konzert. Overdrive Tag! Come on, mach irgendwas Cooles. Das hat keine Wirkung, das war so klar. Das ist jetzt natürlich blöd. Macht dann wenigstens einen Gift-Hieb-Schaden? Ja, okay, immerhin. Das sieht auch mega cool aus. Dieses ganze Pokémon ist einfach so geil. Nickel sieht cool aus, hat coole Attacken. Und ist tot. Nice. Ob ich der schlechteste Trainer aller Zeiten bin? Vermutlich. Ob ich aber meine Pokémon immer wieder belebe? Ja, tue ich. Hä, aber Nickel hatte doch diesen komischen Gürtel um, der sie vor letalen Schaden eigentlich schützen sollte. Wieso ist sie denn jetzt trotzdem gestorben? Hä, sie hätte mit einem Leben überleben müssen. Jetzt bin ich aber verdutzt. Ich spüre den Flammenwurf, weil du meine Nickel getötet hast, du blöder Bastard. Nicht sehr effektiv. Der ist nicht von Typ Stahl. Was denn dann? Okay, mir stellen sich hier ganz viele Fragen gerade in meinem Kopf. Aber die erste Frage ist, dieses fucking, der Fokusgurt. Nach einer K.O.-Attacke einmalig mit 1 KP im Kampf bleibt sie. Ist sie aber nicht geblieben. Und sie hatte davor noch genug Leben, um auf jeden Fall den Effekt zu aktivieren, oder nicht? Haha, guckt euch mal da hinten dieses eine Pokémon an. Es kommt da einfach aus dem Tunnel raus. Holy shit, sind das mehrere Pokémon hintereinander? Oder ist das alles ein Pokémon? What the fuck? Okay, da bin ich auch mal gleich gespannt. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Schmalhorn. Und dieses Viecher will ich trotzdem noch mal kurz haben. Der erinnert mich an dieses Giga-Gaga-Gido oder wie das heißt. War das ein Pokémon oder war das aus Yu-Gi-Oh? Kann sein, dass ich das gerade mit Yu-Gi-Oh verwechsel. Der ist genau dasselbe Level wie ich, deswegen vermute ich mal, er wird durch einen sehr effektiven Rasierblatt trotzdem nicht sterben. Ja, easy. Dann lass probieren, ob wir ihn mit einem Superball fangen können. Oh, ich liebe diese Jacke immer noch, die wir gerade anhaben. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, die ist so cool. Jetzt will ich so eine Jacke auch in Real Life haben. So, Golbat ist auf jeden Fall ein Urgolem-Pokémon von Typ Bodengeist. Aha, Geist? Interessant. Sie bestehen aus Lehm und existieren schon sehr lange. Einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen aneinander zu reihen. Gibt es da nicht auch so einen Mythos?
Und wegen Lehmfiguren, denen man dann so einen Zettel in den Mund legen muss? Mit irgendeiner Aufgabe, die sie machen sollen? Und dann werden die zu Leben erweckt und füllen diesen Auftrag aus? Vielleicht ist das ja so ein Viech und deswegen ist er auch von Typ Geist irgendwie. Ist das ein Sonnenkill oder sowas? Sonnenfell. Mist, fast. Nur ein Buchstabe falsch. Glaube ich auch ein recht altes Pokémon. Mir scheint es so, als wenn hier sehr viele Gesteins-Pokémon auf jeden Fall wären. Aber auch hier erstmal wieder schön fangen. Ich weiß, diese Fang-Sessions sind immer nicht so spannend, oder? Ich versuche das mal irgendwie ein bisschen knapper zu schneiden. Vor allem, weil die halt überhaupt nicht angreifen. Die machen immer ganz komische Sachen. Die geben an und machen mein Pokémon stärker. Oder sie drehen sich im Kreis und machen sich selber stärker. Aber vor allem bleiben sie nicht im Ball drin. Oh no, not the Solarstrahl. Sollte aber nicht so viel Schaden machen. Ich meine, ich bin eine Pflanze, hallo? Ich mache Photosynthese mit deinem Solarstrahl. Eigentlich müsste ich jetzt sogar noch Leben dazu bekommen oder wachsen oder sonst was. Auf jeden Fall Sauerstoff produzieren. Aua, okay, das macht schon mehr Schaden. Vor allem, wenn es ein Volltreffer ist. Wieso hast du das nicht gleich gemacht? Ja, wenn er mich jetzt nochmal trifft, bin ich tot. Deswegen setzen wir mal einen Hyperball ein. Davon haben wir auch noch 30 Stück. Gelb und gelb gesetzt sich gern. Nein! Jetzt stirbt doch mal Alexandros. Was für coole Attacken der aber drauf hat. Okay, war gar keine Attacke. Als Attacke bezeichne ich nur die Sachen, die mich auch attackieren. Das war eher eine Defacke oder so. Defacke. So, Sonnfell ist ein Meteoriten-Pokémon von Typ Gestein-Psycho, richtig schwer mit 154 Kilo, und es rotiert um die eigene Achse und strahlt dabei sonnengleiches Licht aus, mit dem es den Gegner blendet. Eine kleine Minisonde auf der Welt. Ich habe keine Lust, meine Pokémon zu heilen, deswegen setze ich mal Fly nach oben. Hier ist eine Sanaconda. Das wird die Weiterentwicklung sein von Salanga. Aber hat gegen die Volltrefferwirkung von Fly natürlich keine Chance. Auch mit seinem komischen Sandspeier nicht. Na gut, wenn er sich einbuddelt, dann vielleicht schon. Kann man die fangen, während sie eingebuddelt sind? Probier's mal. Nee. Da ist nichts zum Zielen, also kannst du es auch nicht fangen, Mama. Dann weichen wir einmal den Butler aus, indem wir ein fliegendes Viech einwechseln. Damit hätte er niemals gerechnet. So, Sanaconda ist ein Sandschlangen-Pokémon von Typ Boden und zieht es seinen Körper zusammen, kann es 100 Kilogramm Sand aus seinen Nasenlöchern feuern. Stimmt, der sieht einfach aus wie so eine Schrotflinte. Wie so eine alte Schrotflinte. Geht ihm der Sand aus, verliert es den Mut. Oh nein. Einfach so ein Schrotflint-Pokémon, das einfach durch einen Donut durchschießt. Nice, I love it. Auf jeden Fall gut genug für den PC. So, dich möchte ich jetzt aber auch haben. Du siehst sehr interessant aus. Aha, guck, es sind nämlich doch mehrere. Legios, das ist einfach die 300. Wie süß die sind. Lol, wie die da marschieren. In einer Reihe, das ist super knuffig. Dass das einfach als ein Pokémon zählt, finde ich witzig. Finalformation! Das ist ja ein fantastisches Pokémon. Okay, ihr habt auf jeden Fall einen Hyperball verdient. Legios, ey. Gefühlt nur noch, dass sie so kleine Schwerter haben. Oder so Lanzen. Dann wären das echte Römer oder halt die 300-Typen da. Ein Formations-Pokémon von Typ Kampf. Dieses Pokémon besteht aus 5 Untergebenen und einen Anführer. Die Befehle des Anführers werden nie in Frage gestellt. Aber wie er da hin und her wobbelt. Auf jeden Fall Top 10 Pokémon in diesem Spiel. Hypoteros. Aber auch der hat keine Chance gegen den Volltreffer-Durchbruch von Fly. Fly will auch Angeberei verlernen. Nein. Guck dir doch nicht so ein... Nee, Sonkor wollte das lernen. Aber guck dir doch nicht so einen Scheiß ab, was die Leute hier alle wollen. Das verstärkt den Gegner, das ist doch doof. Ein Hypoteros ist auf jeden Fall ein Schwergewichts-Pokémon von Typ Boden. 300 Kilo genau. Okay. Manchmal bleibt in den Öffnungen in seinem Körper Steine stecken. Die Tomit entfernen diese Steine, deswegen genießen sie seinen Schutz. Ja, quasi so eine Symbiose, ja? Symbiose an Land, das gibt's nicht so häufig. In der Unterwasserwelt schon häufiger. Guten Tag, was willst du noch von... Hallo, hast du mich nicht gesehen? What the fuck? Yeah, 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 ey, du da! Unsere Web-Session ist jetzt live, was ein Hit! Put your hands up in the air, dann los, mach mit! Cringe! Togedemaru! Das klingt wie ein Naruto-Charakter. By the way, Leute, habt ihr mitbekommen, dass Naruto Shippuden jetzt bald bei Netflix kommt, endlich? Nachdem sie sich schon 8000 Mal angekündigt haben? Dann kann ich Naruto Shippuden auch endlich mal gucken. Wie die da den Togedemarus richtig krass auf die Fresse geben. Habe ich nämlich bisher noch nicht gesehen, weil es das nirgendwo gab und im Fernsehen habe ich es irgendwie verpasst. Togedy und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts, nächstes Mal lassen wir es knallen. Hat er so gelbe Zähne? Hat er seine Zähne vergoldet? Ich habe in diesem Gebiet 100.000%ig noch irgendwas vergessen. Aber egal. Erstmal hier dieses komische Stein-Pokémon noch holen. Eine Krabbe.
Castellet. Hast du dir mal ein komisches Häuschen ausgesucht, muss ich sagen. Ist das nicht ein bisschen schwer? Er wird schon voll zusammengedrückt dadurch. Ich hasse mein Leben, aber mein Haus ist so schön. Das ist das Blöde. Wenn du als Krabbe in einer Villa leben willst, die musst du halt mit dir rumschleppen. Oder auch als Schnecke. Wenn du da reich bist und ein großes Haus hast, dann ist das eigentlich schlecht für dich. Kannst zwar angeben bei den Mädels und die mögen das bestimmt auch richtig geil und so, aber du musst das halt dann immer mit dir rumschleppen, diese Bürde. Ich glaube, ich habe jetzt schon über 100 Pokémon gefangen in diesem Spiel. Oh, Castellet ist ein Felshaus-Pokémon von Typ Käfer und Gestein. Warum Käfer? Okay, whatever. Dieses Pokémon mag trockene Gebiete und verkriecht sich bei Regen unter seinem Felsen. Es zeigt stark ausgeprägtes Territorialverhalten. Krabben sind aber doch keine Käfer. Was hat er bewacht? Ein Durchbruch. So, wir haben jetzt immer noch nicht den Overdrive von Nickel gesehen, deswegen musste ich jetzt nochmal gegen die werte Dame hier kämpfen, die die Treppe immer auf- und absteigt, statt den Fahrstuhl zu benutzen. Sehr löblich auf jeden Fall. Ja, löblich. Danke. Ein Mini-Drache. Ein Grolldra. Ist tatsächlich ein Drache, oder was? Okay. Hier. Spüre mal den Overdrive. Wo sind da denn die Gitarren? Hä? Das ist nicht sehr effektiv und er stirbt einfach? Hä? Das war nicht mal ein Volltreffer. Okay, Overdrive ist anscheinend die OP-ste Attacke aller Zeiten. Schmilli. Ein Vogel-Pokémon wahrscheinlich. Ich mach noch einen Overdrive, mir doch egal. Aber von den Bass- und den Gitarrendingern sehe ich hier jetzt nichts. Na gut, das soll es dann aber, glaube ich, erstmal gewesen sein mit dieser Ebene. Sehe ich da hinten schon die neue Arena? Das ist die neue Arena? Oder ist das einfach nur ein Stein? Man weiß es nicht. Hier ist noch ein Doppelkampf unterwegs, oder was? Okay. Aber es wird sehr gut darauf vorbereitet sein, auf so einen Doppelkampf. Wer hat denn heute noch nicht gekämpft? Rannik hat noch nicht gekämpft. Sonko hat schon gekämpft, aber wurde paralysiert. Aber genau dafür habe ich ja einen Paraheiler. Ja, ich kümmere mich um meine Pokémon. So, dann hallo Doppelkampf. Okay, ein Stalobor und ein Hypoterus. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den Hypoterus, weil der macht mir mehr Angst. Und in der Hoffnung, dass wenigstens einer von den beiden auf Sonko raufgeht, setze ich Fliegen ein, weil dann sind die, glaube ich... Shit, der vergriff sich jetzt erst. Nein! Aber ich glaube, dann ist die Chance da, dass sie auf Sonko gehen und dass dann einer nicht trifft. Ah, guck, der wollte mich gerade Sonko angreifen, aber Sonko ist einfach in die Luft geflogen. Und ich hoffe, dass Stalobor möchte auch auf Sonko gehen. Nee, das wäre ja dumm mit dem Schaufler. Das wäre super dumm. Also wird das wohl nicht machen. Stalobor ist als erstes dran, deswegen können wir auf den mal die Bürde machen. Ja, der geht natürlich auf Gengar. Ach du Scheiße. Warum ist das sehr effektiv, Alter? Okay, heftig. So, aber dann die Bürde, weil wir jetzt weiter dran sind. Das Fliegen geht auf den Hypotypen. Dass ihn hoffentlich tötet, damit der... Nein, damit er nicht nochmal angreift. Aber er greift nochmal Gengar an, natürlich. Scheiße, rein. Radixon, nein! Was? Tastfluch? Was macht Tastfluch? Was macht das? Was macht das? Was macht das? Hallo? Okay, sind doch stärker als gedacht. Und ich habe meine Pokémon natürlich nicht geheilt, weil ich ein Dummkopf bin. Setzen wir jetzt einmal einen Beleber für Rannik ein. Und Sonquo muss auf jeden Fall einmal den Hypoterus töten, damit zumindest der weg ist. Das ist so ein Feigling, dass er sich immer wegbohrt. Okay, zumindest ist das Hypo-Ding weg. Oh, die haben noch ein zweites Pokémon. Ich fasse es nicht. Okay, ich möchte jetzt einmal ausprobieren, ob Fly eventuell auch fliegen kann. Also sein Name impliziert es zumindest. Hallo Fly, da bist du ja wieder. Hoffentlich stirbst du jetzt nicht. Mogelhieb. Hast du bitte auf Fly anzugreifen? Das ist voll nicht cool. Ah, es trifft doch. Fuck off. Okay, Fly kann nicht fliegen. Obwohl er ein fucking Vogel ist. Das ist ja super doof. Nein, Fly! Ey, warum? Ja, das sagt er jetzt richtig. Ihr habt doch alle keine Leben. Oh nein, ich hätte wirklich heilen sollen. Okay, wir müssen nochmal einen Beleber einsetzen. Und wehe, der Blödkopf bohrt sich jetzt schon wieder ein. Natürlich setzt er wieder Schaufler ein. Und jetzt treffe ich ihn nicht mal. Jetzt treffe ich gar nichts in dieser Runde. Ja, den Verhöhner habe ich aber auch verdient. Jetzt ohne Witz. Okay, ich darf nicht zulassen, dass Nickel stirbt. Deswegen werden wir sie einmal heilen. Und dann trotzdem den Bohrschnabel nochmal auf Stalobor machen, damit der wenigstens endlich mal weg ist. Der nervt richtig mit seinem Schaufler. Als ob wir jetzt als erstes angreifen. Die ganze Zeit hat das Stalobor als erstes angegriffen. Ja, als ob, du Blödkopf. Toll, hat sich das Heilen ja richtig gelohnt. And another Believer goes to Nickel. Können wir dieses blöde Stalobor jetzt einmal bitte töten? Danke. Meine Fresse. Fucking Stalobor. Dass hier echt nochmal so ein Kampf kommt, der so komisch ist. Und hat sie noch... Oh, sie hat noch ein Lucario. Oder er hat noch ein Lucario.
Okay, haben wir zumindest mal ein Lucario gesehen, aber holy shit, warum hat der noch ein Lucario? So, ich habe mehr Angst vor dem Lucario, deswegen jetzt alles aufs Lucario. Einmal die Bürde. Hat schon mal gut Schaden gemacht, sehr gut, Ranik. Lucario macht nur einen Steigerungshieb und auch noch auf den falschen, das finde ich auch gut. I don't give a shit. Solange Sonkow jetzt bitte angreift... Na, nicht dich selber! Die Sache bei Lucario ist halt, je weniger Leben der hat, umso stärker wird der oder so. Auf jeden Fall ist das bei Smash so. Ob man das jetzt 1:1 auf Pokémon, also den richtigen Pokémon, übertragen kann, I don't know. Aber bei Smash ist das auf jeden Fall so. Umso mehr Prozent Lucario hat, umso mehr Damage macht er dann auch. Okay, ein Glück greift Ranik ihn an, damit sollte Lucario auf jeden Fall weg sein. Okay. Ich glaube, diesen Kampf haben wir gerade so überstanden. Ich habe viel zu viele Beleber wieder eingesetzt und wäre das eine richtige Nuzlocke-Challenge, dann wären jetzt einfach meine ganzen Pokémon wieder weg. Aber ich weiß ja, dass ich schlecht den Pokémon bin und deswegen ist es nur eine Mini-Nuzlocke-Challenge. So, langt die Börde, um den endlich zu vernichten. Also vom Mautzinger muss man halt gar keine Angst haben. Ja, langt sogar. Weil die waren nicht mal Level 40, die waren ja nur Level Mitte 30. Den Sieg gibt's von mir im Schlussverkauf, allerdings bringt mich das in rote Zahlen. Erstmal ein Selfie machen. Ja, danke für den Kampf, der war ganz schön anspruchsvoll, somehow. Aha, hier ist doch was versteckt. Eine Feldbeschichtung. Hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Was für ein Feld? Achso, so ein Elektrofeld und so, ne? Ja, wahrscheinlich, okay. Hallo, ich würde gerne in dein Pokécamp gehen, Lisa. Danke. Oh, die hat die ganzen Evoli-Entwicklungen hier. Hallo, Evoli. Ja, du bist süß. Die hat hier wirklich alle. Okay, mal gucken, ob ich sie alle weiß. Also hinten ist ein Exandros, dann noch ein Aquana, Flamara, Blitzana, Psyana, Nachtara. Ich weiß nicht, wie das Eisding heißt. Ich weiß auch nicht, wie das Pflanzending heißt, obwohl ich es hab. Hey, boy! Ja, du bist süß. Oh Gott. Ich will die auch alle haben. Ich will alle Evoli-Entwicklungen haben. Oh, Flamara und Aquana mögen sich nicht. Das macht sogar Sinn. Curry ist leider ein bisschen angebrannt, das ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen zu viel Luft zugefächert, glaube ich. Ein herbes fertig, Nudelcurry. Und Gengar. Wie Gengar guckt. Lol. Scheint aber gut zu schmecken. Wollen, dass nur Gengar hier ist mit den ganzen Evoli-Entwicklungen. Okay, die Poké-Camps sind immer wieder witzig. So, dann sind wir hier, glaube ich, durch und sind jetzt auch wieder in Sir Chester. Was vermutlich eine Eis... Ja, wir sind doch noch nicht da, aber wird wahrscheinlich eine Eis-Arena sein. Oh, ein Snibbel oder was? Snibbel natürlich. Wie ich die mal falsch sage, aber nur ein Buchstabe ist einfach nur falsch. Mehr oder weniger habe ich die Namen drauf. So, von deiner Glut wirst du ja wohl nicht sterben, oder? Guck mal, so ein kleines Feuerchen. Ja, hältst du locker aus. Und dann guck doch mal, ich habe einen geilen Superball für dich. Magst du den Superball nicht? Na gut, dann kriegst du einen Hyperball, weil du ein cooles Pokémon-Design hast. Gute Designs müssen toleriert und auch respektiert werden und deswegen kriegen sie einen Hyperball. Siehste, da ist das Snivel gleich viel besser gestimmt. Ist halt eine Klasse höher als andere Pokémon. Snivel ist ein Stichclown-Pokémon von Typ Unlicht Eis. In seinen Pfoten stecken scharfe Krallen. Es fährt sie blitzschnell aus, um Gegner zu überraschen. Ja, so eine Art Katze ist das, ne? Nettes Design, hier gibt es einfach ganz viele Snibbles. Was willst du noch von mir, bevor ich in die nächste Stadt gehe? Matthias, ich hoffe, du weißt, dass ich Janona vorne hab. Lol, da kommt einfach mit Makani an. Okay. Das ist auch ein schlauer Bube. Damit hätte keiner gerechnet. Die sehen auch so aus, als wenn sie einfach ein Pärchen sein können, oder? Akani und Janona? Ich finde schon. So, da ich keine Wasserattacken habe, bleiben wir einfach mal bei Janona. Weil ich glaube, dass Akani, wenn überhaupt, kann er nur Tackle oder sowas, also eine normale Attacke. Oder Brüller. Okay, dann bleibe ich halt nicht bei Janona. Ist auch in Ordnung. Kommt jetzt ein zufälliges Pokémon rein? Ja. Und einfach nur aus wissenschaftlichen Gründen fliege ich einmal hoch empor, um zu gucken, ob mich da oben der Hagel auch noch trifft. Der Brüller kommt schon mal nicht dahin, deine komischen Schallenwellen. So, Hagel. Doch, auch im Fliegen wird man von Hagelkörnern getroffen. Also ist Sonkor wohl nicht so hoch geflogen, dass es über den Wolken ist. Nee, gerade mal so hoch, dass es über den Bäumen ist. Na gut. Aber für Akadi langt es. Ein gutes Sonkor fliegt nur so hoch, wie es muss. Ist anscheinend ein Hundefan. Ich muss ja sagen, ich mag Katzen lieber. Auch wenn ich beides an Haustieren habe. Ich glaube, wir wechseln dann mal Nickel ein. Damit wir nicht so viel Schaden bekommen. Weil Sonkor ist richtig schlecht, glaube ich, gegen Elektro. Oh, das sollte gar kein Damage machen. Ja, 4 Damage. Wow. Dann einfach mal ein Gift-Tief und gucken, wie viel Schaden das macht. Warum sind die Pokémon von den Leuten jetzt nur noch Level 37? Das finde ich sehr merkwürdig. Eben waren sie noch so Level 40, 41. Die wilden Pokémon sind hier stärker als die von den Pokémon-Trainern. Okay, das hat auf jeden Fall gelangt. Und dann sind wir jetzt hier wirklich durch. Jetzt können wir... Ist das ein... Nee, ist kein Ditto.
Die nächste Stadt. Erinnert mich auch wieder an Paper Mario. I don't know why. Da gab es aber auch so eine ähnliche Stadt. Und die Arena. Nee, sie sieht nicht anders aus. Mendo, warum haben die immer so ein Bienennest dafür genommen? Das finde ich ein bisschen schade. Pion, Pion! Dreh ich mal um. Wie siehst du aus? Zeig dich mal. Ah, okay. Ein Schneemann-Pokémon. Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Surchester war das, ne? Eine Thermenstadt, in der sich ein historisches Gebäude an das nächste reiht. Schön. Aber Surchester werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, was es hier für tolle Sachen gibt, ob hier die Story auch nochmal vorangetrieben wird und die Arena-Challenge wahrscheinlich auch. Aber ich habe erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, ob ihr nächstes Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal kann man ihr Eis kaufen. Okay. Na, tschüss.